Mit dem Radar finde ich übrigens ein bisschen weird. Ich mag das nicht so, wenn sich das Radar da unten mitdreht. Ich orientiere mich sehr gerne an so einem Radar. So, warte mal, das sind wir auch noch nicht reingekommen. Okay, er sieht uns und rennt weg. Gute Einstellung. Gesunde Einstellung. Er rennt uns hinterher, ne? Er weiß genau, wo wir sind. Nein, okay, er rennt uns nicht mehr hinterher. So, jetzt gibt es hier noch ein, zwei Sachen, die ich gerne machen würde. Dann würde ich sagen, machen wir den riesen Koloss weg, wa? So, dann machen wir den riesen Koloss weg. Hier steht ein Schrank. Oha, den können wir noch nicht wegmachen. Hat mich jetzt auch gewundert, ne? Normalerweise mache ich alles sofort weg. Kriegen wir den mittlerweile weg? Ne, auch nicht. Na gut. Ging das hier nicht ab Stufe 5? Guck mal hier, ein Schnellspiel Basketball. Erledige 5 nicht mehr menschliche Wesen. Schaffe es in 60 Sekunden. Drei. Sind da noch eins? Die sind im Haus drinne, die kriege ich nicht. Ich gehe mal ganz kurz ans Lagerfeuer. Das machen wir, ne? Ich mach das mal. Ist eigentlich eine coole Challenge. Ich weiß nicht, was das mit Basketball zu tun hat, aber ich mach's trotzdem. Ist schon ganz cool. Lass mal eine Runde Basketball spielen. Töte 60 Zombies. Töte 5 Zombies in 60 Sekunden. So, let's do this. Wow, ach so! Lul! Oh, das sind auch nur die! Hallo! Das sind die! Ja, was ist da gerade passiert? Hm. Oh, wir haben unser Inventar verloren. Alles klar. Ich mach das einfach nochmal, ne? Ich mach das einfach nochmal. Das kam ein bisschen, das kam... Huch. Okay, let's go. Wow. Gar nicht so einfach, Leute. Okay, gut, wir haben's. Alle wieder mit einem HP gefühlt überlebt, ne? Junge, Junge, Junge. So, Belohnung abholen. Der Basketballplatz liegt jetzt wieder ruhig da. Einfach so. Schade, ich hätte es gern nochmal gemacht. Liegen eigentlich schon so Sachen jetzt hier? LOL! Hey, wie cool! Das heißt, sterben ist vollkommen okay. Das Spiel vermittelt komische Werte. Wir dürfen Pillen schlucken, damit wir schnell wieder zum Lagerfeuer kommen. Sterben ist vollkommen okay. Ganz nach dem Motto, loote dich selbst. Gehst dann quasi auf Selbstfindungstrip, weißt du? Hä? Moment. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren? Was genau war das? Eine Zeitkapsel. Kommen wir da irgendwie hoch? Muss ja, ne? Hier ist ein Fragezeichen. Unbekannt. Kafernaum. Kafernaum. Wie heißt dieser Ort eigentlich? Kafernaum. Wir sind in Kafernaum. Geschlossene Kiste. Moment. Ich will da hin. Ich habe ein Ziel. Leute, ich habe mir das jetzt vorgenommen. Jetzt sag mir aber nichts, es gibt später noch eine Bergsteigerausrüstung. Damit man genau da hinkommt. Das ist ja halt da oben. Was jetzt natürlich wild wäre, wenn die randommäßig droppen. Und die ist einfach irgendwo gedroppt. Ne, wobei da oben gibt es auch eine Mission, ne? Hier ist ja irgendwas. Irgendeine Anomalie. Kann es sein, dass es zwei davon gibt? Eine Eingangsanomalie, dass das wie so eine Art Teleporter ist? Ich glaube ja, ne? Weil du kommst da auf jeden Fall nicht hin. Du kommst da nicht hin. Ich komm da hin, aber nicht jetzt. Ich glaube, das ist wie so eine... Ja, ja, ja. Vertraut mir da mal. Wir müssen die zweite finden. Ist halt nur die Frage, wo die ist.
Vielleicht hier? Wir haben schon fast alles aufgedeckt. Ist Fakt, da kommst du nicht hin. Hier haben wir noch irgendwas nicht. Das würde ich noch gerne machen. Das setze ich mal an. Der Fall der vier Könige. No. Na, okay, gut. Hier dürfen wir vier Könige zum Fall bringen. Habe ich Bock drauf. Moment. Kriege ich doch mittlerweile weg. Na, sichi, kriege ich das mittlerweile weg. So, und ich werde nochmal ganz kurz meine Health Points auffüllen. Man weiß ja nie, was da jetzt kommt. Guck gerade ganz gewöhnungsmäßig bei mir in den Chat rein. Ich habe nämlich immer so ein Tablet mit dem Chat offen vor mir. Und da habe ich gerade reingeguckt, ob irgendjemand geschrieben hat. Aber ich spiele Off-Stream. Ist auf jeden Fall ganz anders, Off-Stream zu spielen. Finde ich. Ich hate halt jetzt auch komplett mit mir alleine, nicht mit dem Chat. Ist ein bisschen gruselig. Ach hier, das ist das, ne? Warte mal. Du brauchst einen Dietrich dafür. Alles klar, gut. Ich wollte ja nur mal gucken, ne? Ich wollte ja nur gucken. Warte. Oh, stimmt, wir können ja jetzt Pilze sammeln. Ja, moin. Ein essbarer Pilz, der in im gemäßigten Klima gedeiht. Ich kann nicht mehr lesen. Das konnte ich übrigens noch nie. Das konnte ich noch nie. Wow, entspann dich. Ist das? Ein bisschen Eisen ist gut fürs Blut. Kannst gerne mal an meiner Stange knabbern. Okay, gut. Ich dachte, hier liegt ein bisschen mehr im Wald. Ich habe jetzt extra einen Skillpunkt für einen Pilz hier im Stadtgebiet ausgegeben. Geil. Wow. Ist besser als nichts, ne? Ist besser als nichts. Na, können wir immer noch nicht. Ja gut, wo ist die Gegenanomalie, frage ich mich. Oh, als ob ich das noch nicht gesehen habe. Das halte ich ja für ein Gerücht. Das wäre das erste gewesen, was ich weggerissen hätte. Metall ohne Ende. Ich habe es nicht gesehen. Seltsam. Sag mal, können wir eigentlich die Maus ausblenden? Mir fällt jetzt gerade erst auf, dass man ja die ganze Zeit die Maus sieht, ne? Spielablauf. Speicherungsindikator anzeigen. Ja, Kamera automatisch bewegen. Zusammenstöße. Italien, Uhrzeitformat. Minikarte drehen. Oh! Ah, ihr habt dran gedacht. Sehr gut. Spiel anhalten, wenn nicht im Fokus. Tutorial. Bildschirm wackeln. Steuerung. Maus im Fenster begrenzen. Maus auf Fenster begrenzen sollte man immer machen. Wobei tatsächlich ist das eigentlich auch aktiv. Y-Achse umkehren. Was? Warum sollte man das tun? Rennen umschalten. Ist es doch. Achso, bestimmt so tockeln, ne? Maustastatur. Hier haben wir noch ein bisschen die Belegung an sich. Audio. Grafik. Ach, das haben die übrigens auch gemacht. Die haben neue Resolutions eingebaut. Ich glaube, ich klaue mir den Monitor von Kali wieder. Ich frage mal, ob die den noch braucht. Ja, wobei, ich glaube, die zockt da noch drauf. Ach ja. Ne, mit der Maus sehe ich jetzt absolut nichts, ne? Emojis, Farbenblindheit, Blickwinkel verringern, warum auch immer. Na, okay, gut. Das ist halt blöd, dass man die Maus tatsächlich sieht. Beziehungsweise hast du ja normalerweise im Spiel einen eigenen Mauscursor, den du einbaust. Schön ins Gesicht geballert. Was ist das hier? Ein Stein. So, lasset ihn uns mitnehmen. Das würde ich finden richtig fein. Können wir sowas eigentlich kaputt machen? Nee. Ah doch, können wir. Noch nicht, aber wir könnten. Irgendwann. Okay, wir haben hier was, da können wir noch nichts machen. Wir haben hier was, da können wir noch nichts machen. Hier habe ich auch komplett alles weggemacht. Hier haben wir irgendwas. Können wir noch nichts machen. Könnt jetzt hier nochmal, hier gucke ich noch rein, dann machen wir das Bossmonster weg, ne? Das finde ich übrigens ein bisschen schade. Das würde ich nur zu gern jetzt gerade machen. Schutzraum. Können wir mit dem noch irgendwas machen? Frage ich mich. Der ist ja quasi als besonderes Objekt hier eingezeichnet, ne? Naja, gut. Gucken wir später nach. Oh ja, viel besser mit der Orientierung. Warte mal. So, jetzt. Jetzt darfst du halt die Kamera auch nicht so sehr drehen.
Weil sonst bringt mir das gar nichts. Oh, hier liegt noch Stuff rum, was wir niemals eingesammelt haben. Und ich glaube, was gesehen zu haben. Den Briefkasten kriegen wir doch auch weg, ne? Warte mal. Ja, klar, Metall, komm ran. Habe ich hier alles an Keramik weggemacht? Oh, ich sehe aber den Fernseher schon allein. Der geht gar nicht. Der Couch habe ich es gezeigt. Hier tut niemand mehr was an. So, weg mit der Couch. Als ob ich hier noch nicht durchgezimmert habe. Buon Alfredo, wie geht's dir? Oh, ich bin in seinen Schlag reingerannt. Ich hab's nicht verdient, in dieser Welt zu leben. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas bekommen? Irgendeinen Nachteil? Irgendwas, dass wir gestorben sind? Haben wir EP abgezogen bekommen? Wir sind übrigens gleich Stufe 6. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Wo bin ich? Ich bin da. Das ist am nächsten, ne? So, na dann. Ich hätte am liebsten die Materialtasche geskillt. Ich habe jetzt einfach auszusehen irgendwas genommen. Scheiße. Ich weiß immer noch nicht, was uns das gebracht hat. Guck mal, es gibt sogar eine Temperatur, sehe ich gerade. Und die Cap haben wir auf. Wir haben auf jeden Fall mehr Schutz. Wir halten ein bisschen mehr aus. Hier wollte ich rein. Das finde ich ganz cool. Und den Tisch kriege ich da auch mittlerweile weg. Natürlich nicht. Kochen. Ich kann mal probieren. Wir haben ja ein Pilz und zwei Tomaten. Ich hätte gedacht, weißt du, probier es einfach mal zu kochen. Vielleicht schaltet man so auch neue Rezepte frei, die man vorher noch nicht hatte. Hätte ja klappen können. Beurteilt mich nicht für meinen Erfindungsreichtum. Oh ja, oh ja. Keramik, ne? Keramik? Keramik! Wir müssen Toiletten kaputt machen für Keramik. Ach so. Und Waschbecken natürlich. Da unten liegt auch noch Keramik. Sehr geil, Mann. Sehr geil. Ich brauche heute immer noch extrem viel Keramik. Was haben wir das denn alles bekommen? Wie kriegen wir die Reifen weg? Ich habe gesehen, es gibt noch eine Sichel. Ich denke mal, mit einer Sichel kriegst du keine Reifen weg. Eine Schaufel. Ich denke mal, mit einer Schaufel kriegst du auch keine Reifen weg. Das habe ich noch gesehen. Das war's, ne? Sichel, Schaufel. Es wird da noch andere Dinge geben. Find einfach nichts. Oh, cool. LUL! Da ist das nächste, Leute. Da ist das nächste Abwurfteil. Da komme ich aber auch nicht ran. Aber da kommen wir wahrscheinlich ran, wenn wir... Wollt ihr mich verarschen? Wenn ich mich genau hier umgucke, ne? Da kommen wir niemals hin. Doch, da kommen wir hin. Aber erst später. Kann das sein, dass wir hier später durchlaufen müssen? Durch den Wald? Nee, ist ja eine feste Mauer. Es macht keinen Sinn. Da gibt's eine Stromanomalie. Was soll die uns sagen? Da ist noch Metall. Komm, gib mir. Ich meine, hier gibt's ja schon noch so einiges zum Erkunden, aber dafür brauchen wir halt einen Dietrich, ne? Na gut. Ich gehe nochmal zum Lagerfeuer und dann machen wir den Boss weg. Ich hab Bock. Ich glaube, für uns gibt es hier sowieso nichts mehr großartig zum Looten. Oh! Da ist er wieder, der gute Boss. Hier ist noch was? Komm, den mache ich jetzt auch noch weg. Dann geht's aber wirklich los. Mit dem Messer ins Gesicht. So eliminierst du einfach jeden Bösewicht. So, komm. Ans Lagerfeuer, Helfer auffüllen, Messer auffüllen. Ah, jetzt haben wir vier Sachen zum Entscheiden. What the f... Okay, vielseitig unbegabt. Das haben wir gerade aus Versehen geskillt. Jetzt kann ich nachgucken, was das bringt. Du hast beim Stufenaufstieg die Wahl zwischen fünf... Jeden Mist habe ich geskillt. Oh, wild. Kämpfer, Nahkampfschaden gegen Monster plus 5%, geil. Doppelte Chance beim Sammeln, auch geil. Tierfreund, schalte das Rezept für Tierleckerchen frei. Tierfreundlichkeit sorgt dafür, dass Tiere sich weniger vor dir fürchten. Kann ich auf einem Reh reiten oder was? Was für Tiere? Es gibt Tiere? Ich bin's.
Den Schaden, den können wir so ein bisschen ausbalancieren, indem wir einfach mit eigenem Skill probieren, dem entgegenzuwirken, dass wir einfach nicht scheiße sind. Deswegen, ich bin erstmal für Tierfreund. So, und wir gucken mal, was wir hier herstellen können. Was eventuell kein Keramik kostet, aber ich glaube, da ist er. Kein Keramik in dem Spiel. Ich glaube nicht dran, ich glaube nicht dran. Guck mal hier. Elektronik, Schrott und Plastik. Bitte machen. Bitte machen. Geil. So, wir haben aber jetzt eine Taschenlampe. Bringt Licht in die Dunkelheit. Sehr geil. Was haben wir noch? Guck mal hier. Hier braucht... Ach du Scheiße. Was brauchen wir hierfür? Blätter und Stoff habe ich auch. Schlafsack. Let's do this. Ermöglicht es dir, an Lagerfeuern mit Z zu schlafen. Nach einem Schläfchen erhältst du für kurze Zeit den Bonus ausgeruht. Das wollte ich haben. Genau dafür bin ich doch hier. Eisenbachen. Jung, jung, jung. Was ist das hier? Sei willkommen, Erfinder. Erfinde Werkzeug, Kleidung und andere nützliche Ausrüstungsteile und Hilfsmittel, die dir auf deiner Odyssee helfen werden. Ja gut, die Pillen, du, die, da bin ich noch nicht so scharf. Die wären halt ultra stark, ne? Einfach 7% Geschwindigkeit der Ausweichrolle hab ich noch nicht einmal gemacht. Okay, gut. Es wäre so geil, dass ich es gar nicht haben möchte. So geil wäre das. Okay, komm. Let's go to the boss, my friend. Aber. Wo ist denn jetzt die Taschenlampe? Da. Mit Gegenstand für diese Position auch so. Ja, aber wie kann ich das in die Hand nehmen? Nein! Mein Messer! Ich brauche das für einen Boss. Direkt nochmal ins Lagerfeuer gehen. Ich wollte doch nur gucken, wie man... Mann! Und wieder verlassen. Okay, let's go. Ich finde es geil, dass wir am Lagerfeuer einfach Eisenmesser craften. Indem wir da einfach nur rumsitzen. Okay. Widmen wir uns dem ersten Boss, oder? Ich hab Bock. Der Torhüter. Das macht ja Fettschaden. Alter, das macht ja Fettschaden. Oh, Junge. Igitt. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ist gar nicht so ohne, ne? Aber wir haben ja mit den Messern so viel Schaden gemacht einfach gerade. Es macht gar keinen Sinn, was der macht. Ich gehe doch da nicht ran, wenn der sowas... Also, wisst ihr was, Schweine? Easy! Easy, Mann! Ich glaube, der wäre sogar ohne Wurfmesser easy gewesen. Und da können wir das Tor öffnen, ja. So, ich sollte mich um diesen Verbindungsturm begeben, um das Tor zu öffnen. Okay, wir gehen jetzt zum Verbindungsturm. Was ist das? Blauer Augapfel. Ein merkwürdiger, runder und glatter Behälter, randvoll mit Energie. Energie? Kann ich das benutzen? Können wir uns damit teleportieren zu dem einen Objekt, wenn wir da in die Nähe gehen? Irgendwie so? Ich will das mal gerne probieren. Moment. Ich würde das mal gerne probieren, bevor wir irgendwas anderes machen. Ich stehe vor ihm und er sieht mich nicht. Wahrscheinlich, weil wir jetzt Tiere geskillt haben, ne? Das sind die Tiere, die sogenannten. Die Möchtegern. Josefs. Wo war der da? Direkt vor uns. Hier ist das. Kann ich jetzt mit dem Energiebehälter? Ich sollte das behalten. Sorry. Ich mein's ja nur gut. Erfinde einen Werkzeugsatz für Verbindungstürme. Was? Was? Installiere eine tödliche Frequenz in einem Verbindungsturm. Was? Ach so, und danach spawnen hier keine Monster mehr. Ah, alles klar. Alles klar. Müssen wir uns aber einig sein? Danach wird es keinen Stoff mehr geben, ne? Kein Stoff for free. Ich meine, die sind schon easy. Ich finde es übrigens nicht gut hier. Ich will da hoch. Ich will da verdammt nochmal hoch. Wir können es nicht. Und irgendwie klettern.
Und wie kriege ich diese Taschenlampe an? Fragen über Fragen. Okay, cool. Wir müssen irgendwas craften. Ich probiere mal. Verbindungssatz für... Das mache ich bestimmt gar nicht hier, ne? Verbindungssatz für... Das mache ich wahrscheinlich direkt am Turm. Werkzeuge für... Ah, ne, da. Hä, dafür brauche ich... Ah, noch ein Level-Up. Und was ist das? Das sind doch Metallbarren, oder nicht? Das hier sind doch hundertprozentig Metallbarren. Sowas besitze ich doch noch lange nicht. Okay, gut. Wohin jetzt? Lagere Mineralien. Bin ein wenig verwirrt. Ich meine, die Ressourcen füllen sich ja auch nicht auf. Komm, ich gehe hier nochmal dran und sag jetzt Osttor öffnen. War doch Ost, ne? Ja, Osttor öffnen. So, okay, gut. Für was brauchen wir denn? Den Verbindungswerkkasten? Was bringt Sender? Erfinde einen... Ah ja, okay, gut. Das müssen wir noch machen. Alles klar. Gut, ich dachte, wir kommen halt jetzt nur weiter, indem wir das auch machen. Aber wir kommen anscheinend auch so weiter. Ich muss mal ganz kurz was gucken. So. Ich move mal weiter. Hier kommen wir über... Hey! Moment, vielleicht komme ich ja doch hier rein. Ja, doch. Nee, Dietrich. Schade. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Ich dachte, ich bin schon im nächsten Gebiet. So, ja gut. Der Boss der... Aber das Spiel ist jetzt nicht vorbei, oder? Wo laufen wir hin? Evakuierungszone, Lunatica. Boah, das ist so cool gemacht. Einfach geil. So, das kommt auf YouTube, ne? Also, falls genau hier die beste Zeit für einen Cut ist, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und falls hier ein Scheißmoment für einen Cut ist, wir spielen einfach weiter. Let's do this. So. Oh mein Gott, wir sind einfach über die ganze Karte gelaufen und haben... Alter, what the fuck? Gruft ist die... Ey, hier... Was, eine Gruft? Wir haben noch so viel zu machen. Ich würde sagen, wir laufen den ganzen Weg erstmal wieder zurück und looten nach da, ne? Wir looten in Lunatica. Denn das finde ich wunderbar. Das ist das einzige Sinnvolle, habe ich das Gefühl. Lesen lernen. Hab dich nicht ab. Raumfahrtzentrum der Insel. Wo? Was? Was? Das ist ein Raumfahrtzentrum? Das eine Gebäude? Ja, ich hoffe doch nicht. Kein Wunder, dass die es hier noch nie ins All geschafft haben. Kein Wunder, dass hier überhaupt eine Zombie-Apokalypse entstehen konnte. Wo ist denn die Tür? Da. Kein Dietrich. Sehr gut. Ich freue mich echt schon auf den Dietrich. Aber Stufe 6. Das erste, was ich machen werde. Wenn uns angeboten wird, noch mehr HP zu, noch mehr Erfahrung pro alles, was wir machen, zu bekommen, ich werde es definitiv skillen. Ich werde es so hart reinskillen. Ich kann ich auch nicht zerlegen. Wie sieht es mit dem Schrank aus? Alles klar, gut. Ich wollte mich nochmal ganz kurz mit dem anlegen. Ich bin gescheitert, ich sehe es ein. Ich kann ja später noch so viel hier zerlegen, ne? Der Wahnsinn. Wow.
Geile Mucke. Ah, es war cool gemacht. Das war echt cool gemacht. Guck mal hier, der Wald. Können wir hier ein paar Pilze sammeln? Das wäre cool. Keine Zombies in der Nähe. Boah, der riesige Wald ohne... Ach, da ist einer. Den mache ich so weg. Bin gespannt, was es hier für neue Zombies geben wird. Oh, hier ist was. Please, give me the item, my friend. Steine. Maximum Tankstelle. Hier werden die Gäste maximal bedient. Nur maximale Bedienleistung. Nur maximaler Sprit. Alles maximal. Für den Kunden. Maximal zufrieden. Da musste ich jetzt alle meine Messer reinschießen. Der Ex-Wolf. Süß. Der gute Ex-Wolf. Kein Durchgang. Dieses Grundstück wird bewacht. Zu spät. Der Wächter ist weg. Der Ex-Wolf. Na, guck mal da rein. Da gibt es Dinge, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben möchte. Ich dachte, es explodiert. Ich habe kein Wurfmesser mehr, das wäre jetzt aber ein bisschen angebrachter tatsächlich. Alles klar, gut. Das ist okay. Ich hätte gern Keramik. Ich will hier eigentlich sonst gar nichts kaputt machen. Guck mal, Holz können wir auf jeden Fall noch ein bisschen wegmachen. Alles klar. Oh, Metall können wir noch zwei Stück haben. Oh, da sind sie auch schon. Da, Keramik. Erstmal Keramik einsammeln. Das heißt, wir können jetzt hier kaputt machen, was wir wollen. Sammeln wir gleich alles ein. Vielleicht sollte ich auch einfach zurückrennen. Oh, guck mal, was da ist, Leute. Eine Dropkiste. Ich glaube, ich renne... Ah, dann ist der Hund aber auch wieder da, ne? Habe ich gar nicht dran gedacht. Fuck. Das ist so. Hier gegen den zu kämpfen ist ein bisschen dumm. Er sieht uns nicht mehr. Er sieht uns nicht mehr. Boah, es hat gar nichts gebracht. Null Schaden gemacht. Wild. Habt ihr das gesehen? Ich habe mit seinem Super, mit meinem Superschlag, nicht mit seinem, habe ich ihn getroffen. Das hat gar nichts. Das stand einsammeln. Ich habe es kaputt gemacht. Okay. Gut. Auch um einsammeln, wenn man uns auch kaputt machen kann. So. Eigentlich voll krass, ne? Also, die haben damals, als das ausgebrochen ist, schon das Ganze probiert, gezielt in den Griff zu kriegen. Die haben diese Mauern ringsrum und die einzelnen Zonen gebaut. Und die Zonen... Die sollte man nicht verlassen. Man sollte sich zu den Zonen begeben. Und dort quasi ausharren. Clever. Oh, hier. Keramikschüssel. Muss so hart zurück. Waschbecken gibt auf jeden Fall Keramik. Ich brauche halt immer noch endlos viel Keramik. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Dann brauchen wir ja auch für andere Sachen Keramik. Hm. Nee, ich glaube, ich kann hier gar nichts mehr stacken. Ich kann hier nichts mehr stacken. Ich gehe mal zurück. Danke. Müssen wir zwar nochmal gegen den... Oh! Wisst ihr was? Ich hab's verwechselt. Ich dachte, das sind die explosiven Dinger. Okay, gut. Ich bin lost. Es tut mir leid. Das ist ein Tier. Hier kriegen wir den Shit für. Alles klar. Oh mein Gott. Neues Monster erledigt. Reh. Monster? Hallo? Was? Wir bezeichnen das als Monster? Wild. Auch da war ich schon wieder lost. Ich muss mich ja nicht ans Lagerfeuer begeben. Was natürlich gerade bei Reh eigentlich ganz geil wäre, ne? Okay, es rennt endlos lange.
Ich finde, also eine gute Strategie gegen Rehe ist, glaube ich, wenn du einmal in Nahkampf gehst, weil du bist ja jetzt ein Tierfreund, das ist so barbarisch einfach, wir haben Tierfreund geskillt, damit du dich nähern kannst, damit du die abschlachten kannst. Die hätten das maßgeblichen Tierfreund nennen sollen. Möchte gern Tierfreund. Maßgeblich? Maßgeblichen. Oh, voll gemein, Alter, oder? Voll gemein. Ich glaube, ich darf direkt wieder zurücklaufen. Keramik. Noch drei Stück. Theoretisch noch drei Stück.